Hallo Leute, ja, was euch noch zeigen wollte, also das ist der neueste Part. Also wir können jetzt 16 Felder, also 4, 4, 4, 4, 16, zu Glück, jetzt könnten wir alles machen. Also der kleine Junge von, wie heißt er wieder, Gutrut, wollte ja so einen angepassten Verstärker sehen, das habe ich jetzt schon gemacht. Das will ich Ihnen auch gleich zeigen, aber davor habe ich mal ein bisschen nachgeforscht hier und es kommen neue Cutscenes. Und erst gehen wir zu der ersten Cutscene, also hierher, und reden mal mit Dorothea. Es wird nur langsam Zeit, dass sie eigentlich mal großherzig wird. Also zum Schloss kann man nicht, da ist irgendeine Blockade, ich weiß nicht wieso, und hier kann man auch nicht durch. Der König schilt hier rum. Als König habe ich mich vielleicht geirrt. Nein, das kann nicht sein. Doch, das hast du. Und hier ist Dorothea. Reden. Jetzt kommen die Cutscene. Roxas. Das gesamte Königreich ist wegen der endlosen Plage völlig abgekämpft. Gibt es denn nichts, was sie als Prinzessin diesen Königreichs tun könnte? Ja, tun kann. Ich weiß. Ich tue, was Prinz Faldo einmal gesagt hat. Das Volk preist den König und umgekehrt. Vertrauen ist von elementarer Bedeutung. Liebe und respektiere dein Volk. Das ist es. Die Stadt. Ich muss zur Stadt gehen, Roxas. Ich muss dem Volk mitteilen. Lass uns gehen. Wieso muss ich mit dir kommen? Mann, ich hab keinen Bock. Und? Ja? Ja, hast du verstanden? Okay, zu der nächsten Person. Haochi mit seiner riesen... Boah. Von der Ventilator im Rücken. Ich dachte, die sind längst abgehauen, diese beiden. Diese feigen Hunde. Die mich einfach in den Stich gelassen haben. Jetzt kommen die nächsten. Kamui und... Wie heißt die alte? Helene, oder? Oder Elena? Nein, keine Ahnung. Egal. Und? Ich frage mich, ob ich das Volk etwas aufmuntern konnte. Den Stadtbewohnern schien es gut zu gehen. Es ist schön, zur Stadt zu gehen und direkt mit dem Volk zu sprechen. Du hast mir heute viel geholfen, Roxas. Du kannst jetzt Dorifes Egozentrik-Code entfernen, andere Titel zu Heiliger und Ego zu entfernen. Okay. Okay, das können wir jetzt entfernen. Und was muss sie da alles reinfügen? Okay. Sie wird sein Name Guri Guri. Sie ist Hals über Kopf. Und wie soll ich das jetzt ändern? Da steht doch nichts. Wie soll ich das jetzt ändern? Wie soll ich das ändern? Hä? Okay. Okay, das gucke ich mal kurz nach. Also, bis gleich. Okay, ich hab's. Schläft nicht ein. Okay, ich brauche eine... wartet. Okay, wieder dabei. Boah, ich muss mir das einfach nur merken, was er braucht. Also einmal Licht, zweimal Vogel und dreimal Hope. Also Licht. Ach, das mache ich mal ganz offscreen, also bis gleich. Okay, ich habe es geschafft, aber irgendwie passiert nichts. Deswegen frage ich mal Kati Sachs, hilf's mir bitte, wenn ich nicht weiterkomme. Also, kannst du mir die Lösung dazu sagen? Wenn ja, bin ich sehr nett. Wenn nicht, kein Problem, kann ich es dann verstehen. Wenn du keine Lust hast, okay, ja. Yeah. Okay, das haben wir jetzt auch... Dankeschön. Das freut mich. Danke, danke, danke. Ich kann es verstehen. Und als nächstes gibt es noch eine Person, die wir befreien können. Es gibt insgesamt noch zwei Personen noch. Das ist Rex und dieses Waldmädchen da. Keine Ahnung, wie sie hieß. Das müsst ihr auch noch befreien. Mit der haben wir echt wenig zu tun gehabt. Also, das müsst ihr auch noch ganz schnell machen. Also, wo ist sie? Ah, da. Roxas. Duron hat mir alles erzählt. Davon, was in dieser Nacht passiert ist. Ich kann nicht glauben, dass ich so dumm war. Ich wollte Rache, aber... ohne auch nur die Fakten zu kennen.
nur davon besessen, sie zurückzubringen. Ah, der Verstärker habe ich angebracht, deswegen bin ich so schnell. Minya ist tot, sie ist fort für immer. Aber ich will, dass sie im Gedächtnis aller weiterlebt. Was? Minya? Wir spielten hier immer so tun, als ob. Ich war immer der Dämonenfürst. Bruder? Ich lebe jetzt um ihretwillen. Für alles, was sie liebte und alles, was sie traurig machte. Für all das will ich weiterleben, verdammt. Das ist das Beste, was ich für Minya tun kann. Bruder? Mein großer Bruder Rex! Roxas, ich kann dir wirklich nicht genug danken. Du bist ein guter Freund. Lass mich dir meine Waffe geben. Ich brauche sie nicht mehr. Schwarze Feder. Okay, was kann die? Okay, und um Abwehr zu entfernen. Okay. Wie viel Schaden? Schwarze Feder? Nee. Jetzt muss ich bei Rex gucken. Ich hoffe, da steht da, was ich alles da machen muss. Ah, hier. Feuer, Eisen, Hoff, Käfer. Feuer, Eisen, Hoff, Käfer. Okay, das werde ich mal ganz schnell machen. Also, bis gleich. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es gemacht. Also, er ist ein furchtloser junger Mann, Rex. Das habe ich jetzt auch geschafft. Okay, jetzt muss ich nur Dorothea und dieses kleine Mädchen machen. Und erstmal das zurückbringen. Hier. Angepasster Verstärker. Dankeschön. Also erst gehe ich jetzt mal zu diesem kleinen Jungen. Wie hieß er wieder? Jin oder so hieß er da, oder? Glaub ich. Also wir sehen uns bei Jin und gucken mal, was er dazu sagt. Also bis gleich. Okay, ich habe mich dahin teleportiert und das wollte ich nicht. Also kurz zu Jin und zeigen wir mal das. Zeigen. Zubehör. Rücken. Und hier. Was sagst du dazu? Oh, was ist das? Wie hört man das? Wirklich klasse. Gibt es viele davon? Ich kann es nicht erwarten, so groß zu sein, damit ich die Stadt sehen kann. Danke vielmals. Zeig mir das nächste Mal wieder etwas Tolles. Okay, das war alles, oder was? Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Und jetzt... Karte... Rornstadt. Ach komm. Warte, sollten wir nicht zum Sonnenhügel oder so gehen, um Fauna zu wiederbeleben? Warte, probieren das mal aus. Klappt es nicht oder wie? Okay, klappt es wohl nicht. Und was macht der denn hier? Hallo? Was machst du denn hier? Scheiß Heuschrecken, was zum Teufel ist jetzt los? Ah, da sind die normalen Gegner. Jetzt müsst ihr noch zur Haochi Seele machen. Das müsst ihr auch noch schaffen in diesem Video. In diesem Video zeige ich noch alles, was man da machen kann, ne? Also, da nach Haochi muss ich noch mit diesem kleinen Mädchen sprechen. Okay, Haochi Seele muss ich noch gleich anfertigen. Aber das wird schnell vorbeigehen. Also keine Sorge. Also, ich mache mal kurz Haochi Seele. Also, bis gleich. So, Leute. Eine Frage hier. 4 Feuer, 3 Wald, 1 Stein, 1 Eisen, 4 Weisen. Also, ich habe das gemacht. Hier, 4 Feuer. Oder ist es nicht? Hä? Wie, das wird gemischt? Wieso wird das gemischt? Warte mal. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Ey, bleib da drin. Ich versteh's nicht, Leute.
Wieso klappt das nicht? Ich hab doch alles. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Kathi Sachs, hilf mir bitte wieder. Also, vielen Dank dann, wenn du mir hilfst. Und, ja. Ich komme einfach nicht hier weiter mit dieser Hauchi-Seele. Ich weiß nicht wieso. Ja, halt die Fresse. Ich hab das ja, aber klappt nicht. Also, das nächste ist jetzt das Dschungelmädchen. Also, bis gleich. Okay, ich bin in der Nähe des Dschungelmädchens. Also, werden wir gleich sie treffen. Aber ich verstehe es nicht. Wieso klappt das nicht mit Dorothias Code und dieser Hauchi-Seele? Wieso klappt das nicht? Kathi Sachs hat es auch geschafft, aber ich schaff's nicht. Und ja, ich verstehe es nicht. Wieso schaffe ich das nicht? Ich habe da alles richtig gemacht, oder kann ich das erst später machen? Oder keine Ahnung. Ach, scheiß drauf. Aber ich will es schaffen. Ich will alles hier perfekt schaffen. Alles so ausführlich machen. Deswegen will ich das jetzt eigentlich schaffen. Und reden. Und was magst du denn? Fuchsschwanz, Schwerter, Helme. Okay. Zeigen. Waffen. Schwert. Hier. Okay, du hast es jetzt genommen. Ach scheiße, was mache ich da? Zeigen. Waffen. Schwert. Ein anderes Schwert zeige ich hier mal. Hier, das hier. Okay, jetzt sagst du irgendwas zu uns? Nein. Zeigen. Zubehör. Kopf. Okay. Okay, zeigen. Zubehör, Kopf. Habe ich das schon gezeigt? Okay. Ah, jetzt kommt was. Roxas, lass uns heute wieder auf die Jagd gehen. Ah, das ist... Rutrut! Ruinierst du wieder den Wald? Rutrut wird den Frieden aufrechterhalten. Lauke ist nur zu mittags. Sie tut nichts Unrechtes. Haben sie einen Streit oder was? Was jetzt, Mensch? Willst du dich etwa einmischen? Beweg dich, Roxas. Fausch. Er ist mein. Halt sie auf. Was? Wir sollten nicht kämpfen? Wir sollen uns wieder vertragen? Aber er ist Laukas Mittagessen im Weg. Er springt immer vom Himmel und ruiniert ihre Mahlzeit. Und er stinkt. Er stinkt so sehr, dass es weh tut. Lauka muss ihn fertig machen. Fausch. Was passiert? Okay, Crash. Au. Roxas, bist du böse? Du bist ziemlich stark. Lauka ist schockiert. Okay. Lauka mag starke Leute. Lauka wird auf dich hören. Entschuldige wegen vorher. Gut, tut es auch leid. Er hätte nicht in Zorn geraten sollen. Okay, Roxas, kämpfst du nicht gerne? Aber manchmal ist Kämpfen nicht wichtig. Ist Kämpfen wichtig? Aha. Du kannst jetzt... Ah! Super! Ich kann das endlich bei ihr machen. Super. Und steht bei dir das? Richtig. Gut so, gut so, gut so. So will ich das haben. Wald, Licht, Weiß, Katze. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hab's geschafft. Super, super, super. Und redest du jetzt mit mir irgendwie? Komm zurück in den Wald. Ja, super. Oh. Oh. Kommt noch etwas? Ich kann's verstehen, warum. Und noch einmal. Schade. Und vielleicht nochmal? Nein. Okay. Wir sehen uns in der Stadt wieder. Tschüss.